Bei unserer heutigen Reise geht es um die Vollendung. Wir haben ja die letzten 2 Wochen das männliche Prinzip, das weibliche Prinzip durchgearbeitet, also die männliche Linie, die aktive Energie und die weiblich, die passive Energie. Und heute schließen wir diese Reisen ab, indem wir auf ein Symbol meditieren. Ich blende es mal kurz ein. Das ist dieses Yin-Yang-Symbol, das männlich-weibliche Symbol. Und das Weibliche steht, also ist die schwarze Farbe, steht für passiv, Passivität, Empfänglichkeit, für Ruhe. Und das Männliche, das Yang-Symbol, steht für Aktivität geben und eben Aktion. Und du siehst ja bei dem Yin-Yang-Symbol, es gibt das etwas vom Weißen im Schwarzen und etwas vom Schwarzen im Weißen. Und das ist therapeutisch auch sehr wichtig, denn wenn Passivität oder Emotionalität feststecken, wenn die Gefühle feststecken, ohne dass du weiterkommst, ohne dass du rausgehst, dann wirst du merken, dass du da versumpfst, dass du da stecken bleibst, dass du da wahrscheinlich so, also sehr sentimental wirst oder womöglich sogar dann irgendwo in einer Depression stecken bleibst. Während umgekehrt, wenn du nur handelst, ohne ein Gefühl zu haben, ohne Emotion, ohne dein Herz auch, ohne Mitgefühl ein bisschen zu aktivieren, dann wirst du kühl und grausam sein und wirst dich auch verausgaben und wirst dich immer mehr von dir selbst entfremden. Und deshalb halte ich diese beiden Aspekte, eben das Männliche im Weiblichen und das Weibliche im Männlichen, für einen ganz, ganz wesentlichen Teil dieses Symbols. Und ich finde, das ist auch ein gutes Symbol, um mal darüber zu meditieren, was wir ja heute machen werden. Während der heutigen Reise kannst du also, wenn du möchtest, deine Augen offen lassen. Ich blende dann das Symbol ein, während ich die Meditation leite. Oder deine Augen auch schließen, je nachdem, wie du möchtest. Gut, dann starten wir mal. Ich blende das Symbol nochmal ein. Das ist Yin Yang. Und jetzt setz oder leg dich mal ganz entspannt hin. Schließe deine Augen oder lass sie offen und schwing dich jetzt mal auf dieses Symbol ein, auf dieses Yin-Yang-Symbol vor dir. Und schau mal, dass du deinen Blick ein bisschen entspannst, also weich werden lässt. Sodass vielleicht die Formen auch etwas verschwimmen ineinander. Und erlaube dir jetzt einfach mal, dieses Symbol wahrzunehmen. Und das Symbol steht für den Ausgleich der männlichen und deiner weiblichen Seite. Dein Passives, die Ruhe, die Dunkelheit, das Schwarze, dieser schwarze Teil, dieser Yin-Aspekt. Und erlaub dir mal, dass du dich jetzt auf diesen Teil, den dunklen Teil, den schwarzen Teil konzentrierst. Und spür, wie du, wenn du da reinschaust, immer tiefer und tiefer sinkst in diese Ruhe. Dass du da ganz in deine Passivität geworfen wirst. Und du spürst auch, in deiner Passivität liegt Aktivität, liegt Energie. Das heißt, du verharrst nicht in einem Gefühl, in einem Zustand, sondern du merkst, dass deine Emotionen auch beweglich sind. Und spür jetzt mal die Unendlichkeit dieser Frequenz, dieser Qualität. Die Unendlichkeit
des Yin, des weiblichen Prinzips. Und erlaube dir, diese Unendlichkeit wahrzunehmen, in diese Unendlichkeit einzutauchen. Eine tiefe, unendliche Ruhe. Und das ist auch die Ruhe, die du brauchst, um der Welt ein bisschen zu entfliehen, um ganz tief in dich zu sinken. Atme mal tief ein und wieder aus und erlaube dir jetzt nochmal diese Ruhe wahrzunehmen. Dieses Passive, dieses Yin. Spüre, dass das Yin ein Teil von dir ist. Egal, ob du ein Mann bist oder eine Frau, das Yin ist Teil von dir. Nun begrüße deine innere Stille, deine innere Ruhe. Und bedank dich bei ihr und erlaube dir jetzt, deinen Blick von dem Dunklen, dem Schwarzen zu lösen und in das Helle, in das Männliche, das Weiße einzutauchen, das Yang-Symbol. Und spür gleich mal den Unterschied, spür gleich mal, wenn du dich auf das Weiße konzentrierst, dass du aktiver wirst, dass etwas in dir erwacht. Etwas in dir wird aktiviert, deine Lebensenergie wird zielstrebiger, beweglicher. Und du spürst jetzt diese männliche Energie, diese helle, strahlende Energie auch in dir. Du spürst diese reine Beweglichkeit und reine Kraft. Und erlaube dir jetzt, dass du auch den weiblichen Aspekt in dieser männlichen Qualität wahrnehmen kannst. Diesen Yin-Aspekt, diesen Aspekt des Mitgefühls, und auch das Gespür
wo du deine Energie, deine männliche Energie hinfließen lässt, wenn du aktiv wirst, dass das stimmig für dich ist. Dass es nicht eine, einfach eine Eroberung um des Eroberung, um Eroberns Willens ist, sondern dass du mit deinem Inneren im Einklang handelst. Geh jetzt noch mal ganz bewusst in diese aktive Energie. Und nun gestatte dir, das Symbol des Yin und Yang zur Gänze wahrzunehmen. Das passive, weibliche Yin und das aktive, männliche Yang. Und erlaube dir nun, diese Energien kreisen zu lassen in dir und auch in diesem Symbol. Erlaube dir, dass dieser Kreis ein Tanz der Energien wird. Und dieser energetische Tanz aktiviert dich, aktiviert dein Dasein aus deiner Mitte heraus. Da ist nichts mehr abgelenkt, verwirrt oder verloren, sondern du bist absolut bewusst und in deiner Mitte. Erlaube dir jetzt, dieses Yin- und Yang-Symbol Teil deines Lebens werden zu lassen, als lebendige Energie. Hier und heute aktiviere ich mit meinem Willen mit meiner Gedankenkraft dieses Symbol und ich lasse die Kraft dieses Symbols in meinem Leben wirken und Wirklichkeit werden. Fokussiere dich auf das Yin und Yang. Und spüre die Energie, die durch dich hindurchfließt. Du bist absolut im Hier und Jetzt verwurzelt, mit all deiner Energie, all deiner Kraft. Und du spürst, dass ganz egal, was um dich herum ist oder was dich ablenken möchte, dass du alles in dir hast. Alles besitzt, was du benötigst, dass dir nichts genommen werden kann. Dass du absolut erfüllt bist. Atme dieses Bewusstsein jetzt noch mal ein.
Fokussiere nochmal das Symbol auf dem Bildschirm. Das ist Yin und Yang. Du kannst es auch, du kannst auch danach greifen und es so symbolisch in deine Hände nehmen und es dir einfließen lassen, wenn du möchtest. So dass absolut kein Zweifel besteht, dass du dieses Symbol lebst und erlebst in jedem Augenblick deines Daseins. Atme nun tief ein und wenn du deine Augen noch nicht geschlossen hast, dann schließe sie jetzt. Ich blende jetzt das Symbol aus. Und nun stell dir jetzt nochmal vor, deine rechte und deine linke Seite, wie die beiden Seiten wirklich zusammengehen, wie sich die vermählen und den Tanz der Energien spür nochmal in dir nach. Und dann atme nochmal tief ein und wieder aus. Spür nochmal die Energien und dann streck dich durch. Beweg deinen Körper. Visualisiere vor deinem geistigen Auge nochmal das Yin- und Yang-Symbol. Und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und öffne deine Augen. Wie ist es dir bei dieser Reise gegangen? Wie hast du das Symbol wahrgenommen? Möchtest du noch öfter auf Symbole meditieren? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und ja, lass mir auch gerne einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erni. Tschüss und alles Gute. Thank you.